Unser nächster Speaker, ist glaube ich nicht viel zu ihm zu sagen. Er ist totaler Pearl-Nerd, kennt sich in der Sicherheit dort aus. Und er hat was gegen eine Ursula und eine Celia, nämlich eine Zensursula und eine Zensilia. Von daher, lass uns mit einem freudigen Applaus begrüßen, Alva Freude. Ja, hallo, schönen guten Tag. Zensursula, Zensilia, Kindernet. Ja, wir haben einiges erlebt dieses Jahr. Einige komische Sachen erlebt, einige Déjà-vus, einige schöne Sachen erlebt, auch nicht so schöne Sachen erlebt, wie das halt so ist im Leben. Und ich werde euch einen kleinen Jahresrückblick geben, was denn in der gesamten Diskussion über Internetsperren, Zensur, Jugendschutz und so weiter, was alles irgendwie miteinander zu tun hat, in diesem Jahr passiert ist. Ja, nach Zensursula kam Zensilia und dann das Kindernet. Das wird sicherlich interessant. Ein Erfolg haben wir. Wir haben den Jugendmedienschutzstaatsvertrag gekippt. Und das ist ein Erfolg für alle, für uns alle, für euch, für mich, für alle, die da irgendwie daran beteiligt waren. Also ich denke, das ist eine tolle Sache. Wir haben ihn nicht ganz gekippt, wir haben nur den neuen Entwurf gekippt. Aber dazu sage ich dann gleich nochmal was. Ja, was hätte das denn bedeutet, wenn wir ihn nicht gekippt hätten, wenn der Jugendmedienschutzstaatsvertrag denn durchgekommen wäre? Geplant war ab 1. Januar, dass jeder, der irgendeine Webseite ins Netz stellt oder irgendwas im Internet macht, eine Alterseinstufung machen muss. 0 Jahre, 6 Jahre, 12 Jahre, 16 Jahre, 18 Jahre. Woher kennen wir das? Vom Kino oder vom Fernsehen, von Computerspielen. Und ab dem 1. Januar, so war es geplant, aus dem Internet. Nun doch nicht, aber so war es mal geplant. Das ganze Konglomerat gibt es schon seit 2003, den Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Ab 2011 sollte es viele Veränderungen geben, einige Veränderungen. Insgesamt geht es darum, dass erziehungsbeeinträchtigende Inhalte für Kinder und Jugendliche einer Einschränkung unterliegen sollen. Dass man die Möglichkeit hat, als Erziehungsberechtigter Inhalte, die für sechsjährige Kinder vielleicht nicht so gut sind, irgendwie den Kindern fernzuhalten. Das ist ja erstmal kein Anliegen, wo man sagen muss, es ist ganz doof. Aber was für Folgen hatte das? Die Idee dahinter war, man nimmt den Anbieter von Inhalten in die Pflicht. Das kommt aus dem Rundfunk. Denn das Internet ist wie Rundfunk. Wissen wir alle, ne? Man sieht ja so aus, ist irgendwie so eine Kiste, sieht aus wie ein Fernseher. Muss ja das Gleiche sein. Deswegen hat auch die Rundfunkkommission der Bundesländer diesen Jugendmedienschutzstaatsvertrag ausgehandelt. Dieser Jugendmedienschutzstaatsvertrag regelt auch nicht nur das Internet, sondern auch den Jugendschutz im Rundfunk. Packt man einfach mal alles dazu. Daher kommen auch die Altersstufen. Bei diesen Altersstufen muss man ganz genau aufpassen, was das bedeutet, nämlich diese Altersstufen. An diesen Altersstufen muss auf die jüngeren und schwächeren Kinder der jeweiligen Altersstufe Rücksicht genommen werden. So sagt es die Kommission für Jugendmedienschutz. Das heißt, man kommt da in eine ganz komische Konfliktsituation als Anbieter von Inhalten oder als Blogger oder als was auch immer man alles im Netz machen kann. Denn das Netz ist ja nicht Rundfunk, so wie sich die Rundfunkkommission das denkt, sondern es ist alles. Es ist auch Rundfunk, aber es ist auch die Zeitung, es ist die Zeitschrift, es ist das Flugblatt, es ist die Kneipe, es ist der Stammtisch, es ist Telefon. Die beste Metapher fürs Internet ist das Telefon. Jacob Nielsen, ich glaube 1999 hat er das gesagt, gilt heutzutage immer noch, aber manche scheinen das irgendwie zu vergessen. Ja, dieser ganze Versuch war zum Scheitern verurteilt. Es kann einfach nicht funktionieren, so wie sich das gedacht wurde. Aber dennoch versucht man es eben und
sagt, naja, irgendwas müssen wir ja tun. Es stärkt nicht den Jugendschutz. Wie soll es den Jugendschutz stärken? Eltern sollen Filterprogramme installieren, so ist die Idee. Nur man hat in den letzten 10, 15 Jahren gemerkt, diese blöden Filterprogramme funktionieren nicht. Es gab mit dem alten Jugendmedienschutzstaatsvertrag die Möglichkeit, dass Filterprogramme von der Kommission für Jugendmedienschutz anerkannt werden. In den vergangenen 7 Jahren wurde keines dieser Programme anerkannt, weil sie eben nicht funktionieren. Sie blockieren gleichzeitig zu viel und zu wenig. Und haben noch viele andere Probleme, aber das ist mal so die Sache in Kürze. Aber nach dem Amoklauf von Winnenden, und wir wissen ja, der hat sehr viel mit dem Internet zu tun, nach dem Amoklauf von Winnenden musste man ja etwas tun. Und deswegen wurde eine Novelle des Jugendmedienschutzstaatsvertrages gemacht. Wenn die also diese Filterprogramme nicht funktionieren und nicht anerkannt werden können, dann muss man eben dafür sorgen, dass sie anerkannt werden können. Also hat man ein bisschen die Regelungen geändert, hat ein bisschen die Hürden gesenkt, hat gesagt, die Wirtschaft darf sie jetzt selber anerkennen, die Programme. Und ja, dann wird es ja schon irgendein Programm geben, was anerkannt ist. Gleichzeitig, um diese Anerkennung irgendwie zu erleichtern, hat man gesagt, okay, weil die Programme nicht erkennen können, ob jetzt ein Inhalt für 12-Jährige oder 6-Jährige oder 16-Jährige vielleicht erziehungsbeeinträchtigend ist, deswegen sollen das doch die Anbieter machen. Die wissen ja schließlich, was für Inhalte sie haben. Dass das im Internet nicht so einfach ist, naja gut, das vergessen wir mal ja. Internet ist ja Rundfunk. Von daher kann man das ja ein bisschen vereinfachen. Also, die Anbieter sollten ihre Inhalte einer Einstufung unterziehen und sie sollten sie, wenn möglich, kennzeichnen mit einer Altersstufe. Häufig wurde da ein bisschen übertrieben und gesagt, jeder muss kennzeichnen. Das war falsch. Man musste erst Maßnahmen ergreifen, wenn man 12 oder 16er Inhalte hat. Aber das ist ja auch nicht so einfach, weil diese Schwelle erreicht man ziemlich schnell. Das gehört zu den neuen und höheren Hürden. Für jeden Einzelnen ist es natürlich ziemlich schwierig, der irgendeine kleine Webseite hat, seine Webseite einzustufen, ob sie jetzt für 6-, 12- oder 16-jährige Kinder möglicherweise erziehungsbeeinträchtigend ist. Vor allen Dingen, wenn sich Experten in dem Bereich selbst nicht einig sind. Die einen sagen 12, die anderen sagen 16 und die anderen sagen vielleicht irgendwas dazwischen. Aber dazwischen geht ja nicht. Wir haben ja nur die 12- und die 16er-Grenze und die 6er-Grenze unten drunter. Gleichzeitig wäre es notwendig gewesen, wenn man nutzergenerierte Inhalte hat, zum Beispiel Kommentare im Blog, und man sagt, okay, meine Webseite ist für 16-Jährige tauglich oder vielleicht für 12-Jährige, weil ich schreibe immer harmlose Sachen, dann hätte man aber die Kommentare überwachen müssen. Entweder eine Vorabkontrolle oder eine Nachkontrolle oder zumindest hätte vielleicht auch ausgereicht, aber es gab ja noch keine Gerichtsurteile dazu, vielleicht hätte es auch ausgereicht, einfach einen Melden-Button ranzumachen und schnell zu reagieren, wenn jemand sagt, da ist ein anstößiger Kommentar. Aber wer hat sowas schon in seinem Blog bisher und wer will das? Das will nicht jeder. Ja? Also wir hätten einfach neue und höhere Hürden gehabt, insbesondere für kleine und private Anbieter. Gleichzeitig unkalkulierbare Risiken, falsche Alterseinstufung, ist man bußgeldpflichtig, man kann abgemahnt werden von Konkurrenten, man ist ja schon relativ schnell im geschäftlichen Verkehr, wenn man zum Beispiel Werbebanner auf der Webseite hat. Also all das ist nicht so einfach gewesen und da gab es doch dieses eine oder andere Risiko, aber jetzt haben wir ja die alte Version wieder. Und es hätte mehr jugendgefährdende Inhalte im Netze geben, denn gleichzeitig sank die Hürde. Für alle Anbieter, die zum Beispiel Filme oder Computerspiele ins Netz stellen, besteht derzeit eine relativ hohe Hürde. Denn wenn dieser Film oder das Spiel ab 16 eingestuft werden müsste, darf man diesen Film oder das Spiel nicht ohne eine Altersverifikation zeigen. Oder nachts ab 23 Uhr. Im Internet. Nun, mit dem neuen Staatsvertrag wäre es so gewesen, dass man diese Sachen rund um die Uhr zeigen kann. Wenn man dann sagt, das Ding ist ab 16, Kennzeichen drauf, maschinenlesbares Kennzeichen drauf, optisches Kennzeichen drauf, dann ist es okay.
Deswegen waren natürlich viele Industrievertreter dafür. Weil endlich können sie ihre Filme, die sie in ihren Mediatheken haben, auch tagsüber zeigen, ohne irgendwelche blöden Sendezeitbeschränkungen oder Altersverifikationssysteme zu machen. Also für die wäre das ein Vorteil gewesen. Aber ist die Frage, ob es das wert ist. Ob es das wert ist, dass für alle anderen die Hürden signifikant steigen. Also, tschüss JMSTV, aber hinten ist noch das E dran. Der Entwurf. Denn der alte Jugendmedienschutzstaatsvertrag gilt weiter. Da müssen wir mal schauen, was uns in nächster Zeit blüht, was die Landesparlamente machen, was die Landesregierungen machen, ob sie versuchen, tatsächlich einen neuen auszuhandeln. Vielleicht schnappt sich der Bund auch die Regelungskompetenz. Dann ist es nicht mehr bei der Rundfunkkommission der Länder, sondern im Bundestag angesiedelt. Ich denke, das wäre ein guter Vorteil. Vor allen Dingen wäre das viel transparenter. Und wir haben nicht irgendwie ein Kuddelmuddel, dass von 16 Bundesländern irgendwelche Vertreter hinter verschlossenen Türen irgendwas ausklüngeln und dann präsentieren und die Länder nur noch absegnen dürfen. Denn so ein Staatsvertrag, wie sieht es aus? Jedes der 16 Bundesländer muss einen Staatsvertrag absegnen. Das Parlament muss dem zustimmen. Aber verhandelt werden die Sachen von Vertretern der jeweiligen Landesregierung, ohne Parlament. Das Parlament hat im Vorfeld keinerlei Einfluss auf die Entscheidung. Und nachher dürfen sie einfach nur absegnen. Und das stinkt natürlich auch den Landesparlamenten, aber so ist eben dieses Verfahren bei diesen Staatsverträgen. Wenn das jetzt zum Bundestag kommen würde, wenn der Bund die Regelungskompetenz kriegt, dann könnte man die Hoffnung haben, dass es anders läuft, dass es eine öffentlichere Veranstaltung wird, dass der Bundestag selbst immerhin noch was ändern kann, weil ein Landesparlament kann nicht sagen, okay, aber dieser eine Satz in dem Vertrag gefällt uns nicht, den wollen wir geändert haben. Sie können entweder nur zustimmen oder ablehnen. Und das haben sie gemacht, Nordrhein-Westfalen hat abgelehnt und Schleswig-Holstein hat erst gar nicht darüber abgestimmt. Deswegen wird der Staatsvertrag nicht in Kraft treten und es gilt der alte weiter. Aber der alte wie der neue sieht sogenannte Sperrverfügungen vor. Also das, über das wir beim Zugangserschwerungsgesetz diskutiert haben, im Wesentlichen, dass die Zugangsanbieter, also die Access Provider, verpflichtet werden können, bestimmte Inhalte zu blockieren und ihren Nutzern sozusagen nicht anzuzeigen, wie es dann so schön heißt. Also diese Drohung steht jetzt im Raum von Rheinland-Pfalz, was federführend beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag war, kam gleich die Drohung, wenn ihr jetzt euch nicht schnell einigt und einen neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrag macht, dann machen wir halt Sperrverfügungen. Und dann ist es nicht mehr irgendwie bei ein paar Webseiten, bleibt es nicht, sondern wird gleich eine ziemlich große Anzahl an Webseiten sicherlich betroffen sein. Aber ich habe die Hoffnung, dass sie sich nicht wirklich trauen werden, das durchzusetzen, weil es da auch viele weitere Probleme gibt. Ja, wo kommt denn diese ganze Idee überhaupt her? Das muss man sich bei allen Sachen, über die wir diskutieren, immer wieder die Frage stellen. Und viele der Ideen kommen aus einem alten Medienverständnis her. Die Bertelsmann Stiftung hat das im Jahr 2000 schon entsprechend formuliert. Ich lese einfach mal vor. Die Internetentwicklung gibt ihm, also dem Internetnutzer, unweigerlich die Kontrolle darüber, welche Informationen ihn wann und wie erreichen. Das neue Medium ist nicht mehr auf Vermittler wie Verlage, Sender, Zeitung oder die Musikindustrie angewiesen. Im Internet wird eine Massenkommunikation von Individuum zu Individuum möglich. Toll. Ist doch toll. Deswegen lieben wir doch alle das Internet. Nicht, weil es irgendwie ein Fernseher ist und wir uns irgendwie berieseln lassen können. Können wir ja zusätzlich machen. Wir lieben das Internet, weil wir individuell kommunizieren können. Aber, sagt die Bertelsmann Stiftung, auf diese Entwicklung hin zur Nutzerkontrolle sind wir bisher nicht vorbereitet. Wir müssen neue Regulierungsmechanismen entwickeln. Ja, also aus diesem Gedanken her kommen diese Versuche auch beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag, auch beim Zugangserschwerungsgesetz. Und dabei sind wir am nächsten Thema. Wir hatten vor einem Monat Jahrestag Zensursolar. 20. November 2008 erschien das Interview von Ursula von der Leyen, in dem sie entsprechende Internetsperren vorschlug. Ich denke, ihr kennt das Thema alle. Ja, 2008, so lange ist das schon her.
als Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern, Bilder und Videos im Internet. Es wird dann verharmlosend von Kinderpornografie gesprochen. Und diese Bilder sollen dann versteckt werden, anstatt gegen diese Inhalte vorzugehen. Weil das Verstecken ja irgendwie einfacher ist. Klappt zu Hause auch, ja. Nun, in den Koalitionsverhandlungen, es war auch noch 2009, da hat man sich darauf geeinigt, irgendwie wollen wir das nicht. Der kleine Koalitionspartner, die FDP, hat gesagt, nicht mit uns. Also hat man sich dann irgendwie in den Koalitionsverhandlungen darauf geeinigt, naja gut, wir setzen das aus. Wir haben jetzt zwar ein Gesetz, das Gesetz ist noch nicht in Kraft getreten, der Bundespräsident hat es noch nicht unterschrieben, aber wir setzen es schon mal aus. Wir wollen es nicht, weil wir haben festgestellt, ist keine so gute Idee. Bei der CDU, CSU war das eher ein bisschen unfreiwillig, aber manchmal hat ja auch der kleine Koalitionspartner ein bisschen was zu sagen. Der Bundespräsident war ein bisschen verwirrt und fragte dann, ja, was soll das? Ihr wollt das aussetzen? Alle haben gehofft, er unterzeichnet nicht. Ja, wenn die irgendwie ein Gesetz gar nicht mehr wollen, die neue Regierung, dann braucht der Präsident das ja auch nicht unterzeichnen, braucht es nicht in Kraft treten. Aber ich vermute, er hat gesagt, sollen die doch ihren Dreck selber auslöffeln? Unterzeichne ich. Und dann kam die Anweisung vom Minister ans BKA, verteilt keine Sperrlisten. Wir haben also die Situation, dass die Bundesregierung, die Exekutive, ein von der Legislative, nehmen wir mal an, rechtmäßig beschlossenes Gesetz einfach aufhebt oder in Teilen aufhebt und sagt, hey, das war ein Gesetz, gefällt uns aber nicht mehr, wenden wir nicht an. Das ist natürlich irgendwie eine ziemlich skurrile Situation, weil eigentlich haben wir eine Gewaltenteilung. Ja? Wenn man sagt, okay, das Gesetz gefällt uns nicht, dann muss das Parlament, also die Legislative, der Bundestag beschließen, wir heben dieses Gesetz auf. Nur darauf konnte sich die Koalition auch nicht einigen. Die CDU, CSU sagt, nö, wir wollen das Gesetz. Und die FDP sagt, nö, wollen wir nicht. Also hat man sich darauf geeinigt, setzen wir es aus. Ja. Und das ist immer noch der Stand bisher. Wir haben ein Gesetz, aber es ist ausgesetzt und es wird evaluiert. So sage ich gleich nachher nochmal was. Zwischendurch kam nämlich jemand ganz anderes. Mir kam Frau Cecilia Malmström. Hat man gleich ein schönes Wort für sie gesucht. Cecilia heißt sie dann in der Netzgemeinde, kennt ihr ja. Also, Cecilia. Nach Zensursula kommt Cecilia und die ganze doofe Diskussion ging wieder von vorne los. Der gleiche Mist, die gleichen falschen Zahlen. Hunderttausende Zugriffe pro Tag, wahrscheinlich sogar pro Sekunde auf die Sperrseiten, die wir alle verhindern. Wir müssen die Kinder schützen. Was? Meinungsfreiheit? Wieso wollt ihr irgendwas mit Meinungsfreiheit? Das hat doch nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Da wird uns irgendwie vorgeworfen, wir alle würden für Meinungsfreiheit für Kinderschänder eintreten. Ist hier irgendjemand für Meinungsfreiheit für Kinderschänder eingetreten? Ich glaube, in diesem Raum hier keiner. Also ich bin es zumindest nicht. Aber so lief dann die Diskussion. Ja, wir haben also erlebt, wie so oft, wenn irgendwas nicht durchgeht in Deutschland, wenn ein Gesetz nicht so ganz klappt, dann kommt es dann vielleicht doch über die EU. Wir haben es bei der Vorratsdatenspeicherung gesehen. Ja, in Deutschland hat der Bundestag es abgelehnt, nicht so wie beim Zugangserschwerungsgesetz erstmal was beschlossen und dann irgendwie ausgesetzt, sondern wirklich abgelehnt, kam nicht zustande. Aber über die EU kam dann die Vorratsdatenspeicherung. Und so war eben auch der Plan in diesem Falle, zumindest von der EU-Kommission, eine Direktive einzuführen, die die Mitgliedsländer verpflichtet, den Zugang zu Inhalten, die auf einer entsprechenden Sperrliste stehen, zu blockieren. Diese Direktive hat in der ersten Version nicht vorgesehen, dass man diese Inhalte löscht. Also sie hat nicht vorgesehen, dass man gegen diese Inhalte vorgeht. Sie hat nur vorgesehen, dass man diese Inhalte entsprechend blockiert.
Ja, irgendwie war diese Diskussion dann ziemlich unergiebig, weil, wie gesagt, es ging alles wieder von vorne los. Und mit einmal durften wir in Brüssel antanzen. Und Brüssel ist natürlich ein bisschen weiter weg, dann hat man noch die Sprachbarriere dazwischen und dies und jenes. Und wir waren zwar zum Glück einigermaßen früh informiert, dass da was kommt und haben auch schon eine Pressemeldung vorbereitet. Nur wir waren blöd. Wir haben natürlich nicht daran gedacht, dass wir die Pressemeldung an die ganzen Korrespondenten nach Brüssel schicken müssen. Weil natürlich ARD, ZDF und wie sie alle heißen, berichten nicht aus Berlin, wenn es um Brüssel geht, sondern aus Brüssel. Also waren auch die Journalisten in Brüssel nicht informiert. Die in Deutschland haben es ja alle schon kapiert. Da ist irgendwas, was nicht so ganz passt. Das stimmt nicht so ganz. Das kann so nicht funktionieren. Es gibt bessere Methoden etc. Aber die in Brüssel wussten noch gar nichts. Also ging auch da wieder die Diskussion von vorne los. Nicht nur mit der EU-Kommission und dem EU-Parlament, sondern auch mit der Presse, mit den Journalisten. Weil die braucht man natürlich, um auch ein bisschen in der öffentlichen Diskussion das Feld nicht den anderen zu überlassen. Was haben wir festgestellt? Wir haben festgestellt, dass es ein massives Lobbying für Sperren gibt. Zum Beispiel von der Musikindustrie. Denn die findet, Kinderpornografie ist großartig. Denn Politiker verstehen, dass Kinderpornografie böse ist oder dass der sexuelle Missbrauch von Kindern böse ist. Und wenn man ihnen jetzt eine Lösung präsentiert, egal ob die funktioniert oder nicht, dann finden sie das toll. Also Politiker finden erstmal toll, wenn jemand etwas unternimmt, da muss man alles dafür tun und wenn auch nur ein Kind geschützt wird, dass diese Lösung, die hier vorgestellt wird, überhaupt kein Kind schützen kann, steht auf einem anderen Blatt. Es reicht, dass Politiker sich vorstellen können, es könnte etwas helfen. Ja, wir haben also gut aufgestellte Gegner. Gegner, die wissen, wie man solche Themen platziert. Gegner, die hauptamtlich an solchen Sachen arbeiten, die mehrere Leute haben, die sich da kräftig engagieren, die versuchen, hintenrum Sachen reinzubringen. Und die sagen, okay, wenn erstmal Sperren für den einen Bereich da sind, dann schaffen wir es auch, Sperren für unseren Bereich reinzukriegen. Also Sperren zum Beispiel bei Urheberrechtsverletzungen. In Dänemark hat es prima geklappt. In Dänemark hat die Musikindustrie es geschafft, dass entsprechende Webseiten wie Pirate Bay etc. auf den Sperrlisten stehen. In Schweden hat es nicht geklappt. Aber man hofft natürlich, dass sowas langfristig auch in allen anderen Ländern funktioniert. In Dänemark steht sowieso alles mögliche Komische auf der Sperrliste. In Dänemark steht auf der Sperrliste eine türkische Webseite, die Schulungen anbietet. Englischkurse und IT-Schulungen. Ist gefährlich, ja. Und das seit langer Zeit. Also das über einen langen Zeitraum. Das heißt, diese Listen werden auch gar nicht überprüft. Vielleicht waren da mal irgendwelche Inhalte, man kann es ja nicht mehr nachvollziehen nach längerer Zeit. Aber zumindest derzeit sind da keine einschlägigen Inhalte. Oder eine britische Witze-Seite, wo leicht sexuelle Witze sind. Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Witz dabei, der von kleinen Fritzchen handelt. Und dann landet diese Webseite auf der Sperrliste, ohne dass da überhaupt irgendetwas passiert. Würde man gegen den Inhaltsanbieter direkt vorgehen, würde man an den Hosting-Provider gehen und sagen, hallo, du hast hier eine Webseite, die verbreitet illegale Materialien, dann würde noch mal jemand draufschauen, der würde sagen, hey, Moment mal, das ist ein Witz. Ja, und es dann runternehmen oder auch nicht runternehmen. Wenn es mehr als ein Witz ist, nimmt das runter. Wenn es nur ein Witz ist, dann dürfte das sicherlich auch in Großbritannien von der Meinungsfreiheit gedeckt sein. Also, wir haben eine sehr komische Situation. Wir haben starke Gegner. Wir brauchen mehr Nerd-Lobbyismus. Ich glaube, letztes Jahr gab es hier einen Vortrag dazu. Wir brauchen mehr Leute, die sich engagieren. Wir brauchen mehr Engagement. Wir müssen einfach mehr Informationen nach draußen tragen. Auf nach Brüssel. Es ist schwer, ich weiß. In dem Zusammenhang sollte man sicherlich auch Christian Balz danken, der in Brüssel einiges gemacht hat in diesem Jahr. Wir brauchen mehr Leute, die aktiv sind und auch wenn nicht immer alles perfekt ist, besser, es passiert etwas, als dass gar nichts passiert. Aber wir haben auch Erfolge. Die Politik kann uns nicht mehr ganz ignorieren. Man sieht, da sind nicht nur irgendwie, ich habe es jetzt schon zweimal heute gesagt,
Man sieht da nicht mehr nur die pickeligen Kellerfreaks, die den ganzen Tag im Keller im Dunkeln sitzen und sich von Pizza ernähren, sondern da sind auch irgendwelche Leute dabei, die was erklären können, die eine Meinung haben, die politisch denken können, die nicht nur irgendwie sagen, Freiheit, Freiheit für alle und alles andere ist mir egal, sondern die wirklich Lösungen anbieten können und sagen, wenn ihr dieses Problem lösen wollt, müsst ihr das machen. Das da hinten funktioniert gar nicht, hat aber diese Nebenwirkungen. Wir haben die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Sicherlich auch eines der Ergebnisse aus der gesamten Diskussion zum Zugangserschwerungsgesetz etc. Wir haben da irgendwie so 6, 7 Leute aus der Netzgemeinschaft in Anführungsstrichen. Ist irgendwie Maha hier? Hat er eigentlich schon mal ein besseres Wort dafür gefunden? Ich erinnere mich nur an einen Vortrag von ihm, wo er sagte, dass das Wort doof ist. Aber ich suche selber auch noch nach einem guten Wort. Also wenn jemand mal ein gutes Wort für die Netzgemeinschaft hat, bitte her damit. Vielleicht sollten wir da mal einen Wettbewerb starten oder sowas. Also, auch diese Netzgemeinschaft ist da vertreten. Wir hatten Anhörungen im Bundestag. Wir hatten eine Anhörung im Unterausschuss Neue Medien. In dieser Anhörung waren 3 Leute, die auch im AK Zensur aktiv sind, als geladene Gäste da. Das hätte man irgendwie 1, 2 Jahre vorher auch nicht gedacht. Und auch in der Anhörung im Rechtsausschuss war einer unserer Anwälte dabei. Also es passiert da einiges, sodass es nicht mehr nur irgendwie hinter verschlossenen Türen ist. Ich weiß, dass es viel Geschimpfe draußen teilweise auch zurecht gibt. Das ist ja alles nur Laberveranstaltung, da passiert ja eh nichts, die machen ja eh, was sie wollen. Aber wenn wir so an die Sache rangehen, wird sich nichts ändern. Wir müssen, denke ich, da weiter aktiv sein, uns einbringen und versuchen, die Leute zu überzeugen, weil wenn wir sie irgendwie beschimpfen und sagen, ihr seid alle doof, ihr kapiert das nicht, ihr seid alle Internetausdrucker, dann funktioniert das nicht. Man, sie sind Internetausdrucker, ja. Sie sind nicht nur Internetausdrucker, sie sind sogar viel schlimmer. Am 20. November 2008, als von der Leyen ihren Vorschlag in der Zeitung im Interview zum Sperren von Webseiten publiziert hatte, da habe ich ihr einen offenen Brief geschrieben. Und ein paar Tage später kam eine Antwort, per E-Mail. In dieser Antwort war bla bla bla, vielen Dank, ein Textbaustein. Und im Anhang finden Sie das Interview mit Frau von der Leyen. Ich glaube, das war Hamburger Abendblatt oder irgendwie sowas. Ja, hallo, auf dieses Interview habe ich mich bezogen. Ja, aber nicht nur das. Es hat sich gezeigt, es sind nicht nur die Internetausdrucker da im Ministerium, das sind die Internetausdrucker und wieder Einscanner. Denn was haben die gemacht? Sie haben das Interview auf ihre eigene Webseite gepackt, sicherlich mit Genehmigung der Zeitung, weil sonst wäre es ja eine Urheberrechtsverletzung. Das machen die ja bestimmt nicht. Also sie haben das Internet auf ihre eigene Ministeriumswebseite gepackt. Sie haben dieses Interview ausgedruckt, wieder eingescannt, in PDF gewandelt und mir geschickt. Anstatt, dass sie mir einfach einen Link zu dem Interview schicken, wenn sie denken, ich kenne es nicht. Ja? Also die Internetausdrucker und wieder Einscanner, das ist dann die Steigerung der Internetausdrucker. Ja, vielleicht ein iPad, genau, vielleicht hilft das. Ja, das iPad kann man auch auf den Scanner legen. Ein sehr guter Vorschlag. Ja, wir hatten also dieses Jahr die Diskussion Löschen statt Sperren in Deutschland und auf EU-Ebene. Das BKA wurde von der Bundesregierung dazu verdonnert, eine Evaluation zu machen, festzustellen, klappt das denn mit dem Löschen oder klappt das nicht? Nun, dazu muss man wissen, das BKA selbst hat den Vorschlag von Internetsperren in den Raum geworfen. Nämlich schon bevor von der Leyen ihren Vorschlag öffentlichkeitswirksam unter die Leute gebracht hat, hatte das BKA diese Forderungen gehabt. Es gab auch schon vorher Gespräche zwischen dem BKA und ihr. Und das BKA soll jetzt evaluieren. Das BKA soll jetzt also löschen statt sperren. Und
dann evaluieren, was damit passiert. Wie viele Leute haben Sie zum Löschen statt Sperren? 6,3. 6,3 Personen, also als Ganztagsstellen umgerechnet, arbeiten beim BKA in dem Bereich Löschen statt Sperren. Letztens habe ich irgendwo gelesen, dass bei von der Leyen in ihrem neuen Ministerium irgendwie, ich weiß nicht wie viel, ich glaube es waren über 30 oder zumindest auf jeden Fall deutlich zweistellige Zahl an Leuten sich um die PR kümmert. Ja, also das mal so zum Vergleich. Und was sind das für Leute im BKA? Das BKA hat eigentlich eine ganz andere Aufgabe. Das BKA hat in diesem Bereich die Aufgabe, Opfer zu identifizieren und herauszufinden, wo lebt das Opfer, wer ist das Opfer, wer ist das, der Täter. Sie haben eigentlich weniger damit zu tun, sich dazu beschäftigen, wie kann ich irgendwelche Inhalte im Netz löschen. Aber das sollen Sie jetzt machen. Und dann verwundert es natürlich nicht, gepaart damit, dass Sie eigentlich gar kein Interesse daran haben, weil Sie wollen ja die Sperrsysteme etablieren, dass das nicht klappt. Denn 44% im Durchschnitt sind nach BKA-Aussage nach 7 Tagen immer noch online. 44% der Inhalte. Welche Inhalte das sind, hat das BKA bis heute leider noch nicht gesagt. Ob das zum Beispiel diese britische Witze-Seite ist oder vielleicht doch sehr ernstzunehmende Inhalte. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man tatsächlich Webseiten hat, die den sexuellen Missbrauch an Kindern zeigen, dass diese ruckzuck aus dem Netz verschwinden. Und jeder, der sich damit tiefer beschäftigt, konnte mir das bestätigen. Ich hatte im Herbst einen Versuch gemacht. Ich hatte Zugriff auf die dänische Sperrliste. Ich konnte tagesaktuell gucken, was denn in Dänemark gerade blockiert ist. Und ich habe mir ungefähr so 60% dieser Sperrliste untersucht. Von diesen 184 oder 92 oder irgend sowas Webseiten, die ich untersucht hatte, beziehungsweise auch mit verschiedenen Helfern aus Skandinavien untersucht hatte, waren nur 4 Webseiten mit einschlägigen Inhalten. Die meisten Webseiten existierten überhaupt nicht mehr, die Domain war gar nicht mehr auflösbar. Die andere Hälfte, hier zeigt man, kommt eine Grafik, die andere Hälfte, ungefähr die andere, andere Teil war kein einschlägiger Inhalt mehr, sondern die Sache hier war gelöscht. Also das waren meistens Subdomains, ja, irgendwas.freehoster.com. Ja, und der Freehoster hat die irgendwann mal nach einer Meldung gelöscht, aber diese Webseiten standen immer noch auf der dänischen Sperrliste. Ja, und der Rest, 3,6%, da oben sehen wir es, haben legalen Inhalt nach meiner Einschätzung, größtenteils wirklich komplett legaler Inhalt, wo man überhaupt gar nicht darüber diskutieren muss, zumindest soweit man das so sehen kann. Aber ich gehe davon aus, dass bei einem IT-Schulungsunternehmen nicht auf irgendeiner komischen Unterseite irgendwelche Bilder sind, die, deren Verbreitung illegal ist, vor allem in der Türkei. Also auch da ist natürlich die Verbreitung von Kindesmissbrauchsbildern illegal. Ja, und 4 Webseiten hatten entsprechende Inhalte. Die waren teilweise seit 2 oder mehr Jahren auf der dänischen Sperrliste. Ich habe geschaut, bei welchem Provider diese Inhalte liegen. Beim ersten Versuch hat es ganze 30 Minuten gedauert, Freitag nachts, Ortszeit, 11 Uhr irgendwas in den USA, und die Inhalte waren weg. 30 Minuten, und in Dänemark waren sie seit mindestens 2 Jahren auf der Sperrliste. Und dann erzählen die einem irgendwas dafür, sie machen irgendetwas gegen sexuellen Missbrauch von Kindern. Das ist doch Unfug. Ja? Also die sorgen nicht dafür, dass das Zeug rauskommt, sondern verstecken es und bauen eine Infrastruktur auf, die natürlich auch China und andere Länder sehr gerne sehen, weil dann haben sie ihre eigene Internetzensur, können sie verteidigen und sagen, guckt mal, ihr macht es doch auch. Wir blockieren illegale Inhalte, ihr blockiert auch illegale Inhalte. Also, man sieht, dieser Versuch, überhaupt mit Sperren dagegen vorzugehen, ist der falsche Weg. Die anderen Webseiten waren spätestens nach 3 Stunden auch weg. Eine hat, glaube ich, 5 sogar gedauert, 5 Stunden, aber auch nur, weil es nachts war und dann nicht jeder Provider wirklich einen 24-Stunden-Dienst hat. Eine hat 3 Stunden gebraucht, andere hat 5 Stunden gebraucht. Also diese Sachen sind alle komplett weg, man muss es nur richtig machen.
Was macht das BKA? Das BKA gibt diese Daten in irgendeine Datenbank ein, die dann bei Interpol landet und die dann irgendwie international weitergegeben werden. Und das dauert einfach lange. Ja, so funktioniert das nicht. Wenn man wirklich etwas gegen dieses Zeug unternehmen will, dann muss man eben effektive Methoden finden, aber kann nicht sagen, naja, wir geben mal was in eine Datenbank ein und warten, bis da irgendwas passiert. Ja. Dazu muss man auch wissen, bei der Anhörung im Rechtsausschuss im Bundestag war ein dänischer Polizist geladen. Und dieser Polizist, der hat dann in seiner Stellungnahme geschrieben, ja, sie leiten gar nicht mehr die Informationen an die USA weiter. Weil in den USA, da passiert eh nichts. Also wenn sie was an die USA melden, dann werden die dort nicht gelöscht, sagt er. Und das ist natürlich irgendwie ziemlich seltsam, als ob in den USA die Darstellung von sexuellem Missbrauch an Kindern nicht illegal wäre, gerade in den USA. Ja, also das ist irgendwie eine sehr seltsame Vorstellung. Und man fragt sich dann, wieso kommen diese Menschen dann nicht auf die Idee und sagen, okay, hier müssen wir halt einen anderen Weg gehen. Wenn eben der Dienstweg nicht funktioniert, dann müssen wir eben schauen, dass wir internationale Vereinbarungen schließen, wie man es anders macht. Aber nein, man versucht dann eine Infrastruktur aufzubauen, die eben auch für andere Sachen missbraucht werden können. Wie gesagt, die Musikindustrie, sie freut sich. Gut, Ausblick. Ja, was bleibt uns? Wir müssen weitermachen. Nur wenn wir weitermachen, erreichen wir was. Wenn wir sagen, es bringt eh alles nichts, lassen wir es sein, dann haben wir schon verloren. Also wir müssen weitermachen, sonst funktioniert das alles nicht. Sonst werden wir in ein paar Jahren ein Netz erleben, was sicherlich nicht mehr dem entspricht, was wir haben wollen. Beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag, da steht nächstes Jahr die neue Neuverhandlung an. Mal schauen, ob das die Länder wieder machen. Jetzt wurde wenigstens realisiert, dass nicht nur die komischen Typen aus dem Internet dagegen sind, sondern auch die Medienpädagogen. Der Medienpädagogikverband hat einen großen Brandbrief an die Länder geschrieben und sie aufgefordert, diesen Staatsvertrag nicht zu unterzeichnen, weil er eben auch überhaupt nicht die Medienpädagogik berücksichtigt, weil er überhaupt nicht die Sachen berücksichtigt, wovon diejenigen Leute, die sich damit auskennen, sagen, die sind wichtig. Also, hier ist sicherlich viel zu tun. Hier müssen wir schauen, dass wir uns einbringen, dass wir schauen, dass wir auch sinnvolle Vorschläge machen. Wir hatten in der Diskussion in Nordrhein-Westfalen ja auch schon sinnvolle Vorschläge gemacht, was man unternehmen kann. Das ist jetzt sicherlich nochmal auszuweiten. Ganz großes Thema ist natürlich Brüssel. Da stehen im Januar die weiteren Verhandlungen an. Derzeit sieht es wieder ein bisschen besser aus, weil das Sperren ist nicht im Augenblick, im aktuellen Entwurf, nicht mehr nur als Pflicht drin, sondern nur noch als Option. Man weiß aber nicht, was wieder reinverhandelt wird. Das heißt, wir müssen da weiter aktiv sein. Und es sind in dieser gesamten Richtlinie auch noch viele andere Punkte drin, die man so kritisieren sollte. Also da ist sicherlich einiges zu tun. Da wird es bestimmt auch noch mal den einen oder anderen Aufruf geben, aktiv zu werden. Und da würde ich mich freuen, wenn da Sachen passieren. Ja, für Deutschland ist es immer noch nicht so ganz klar, auf was sich die Koalition einigt. Irgendwie war jetzt im Gespräch, naja, wir brauchen Internetsperren als Brückentechnologie. Brückentechnologie wie die Atomkraft. Und da war ich dann doch etwas erstaunt über diesen Vorschlag. Aber nun gut, wir müssen mal schauen, was passiert. Am 23. Februar trat das Ganze in Kraft. Am 23. Februar 2011 natürlich, läuft die Frist für die Verfassungsbeschwerde ab. Wir haben eine Verfassungsbeschwerde geplant, da gibt es jetzt ein bisschen Kuddelmuddel, weil irgendwie jetzt da die Koordinierung zwischen den beteiligten Akteuren nicht so war, wie man sich das wünscht. Es ist im Augenblick eine Föbot-Presse-Verfassungsbeschwerde, der selber in dem Thema nie wirklich involviert war. Wir müssen mal schauen, wie sich der AK-Zensur dazu verhält. Wir haben dazu noch keine abschließende Meinung, diskutieren das noch aus. Das muss in den nächsten Tagen passieren. Wie das ausgehen wird, kann ich euch noch nicht sagen. Aber da werden auf jeden Fall Sachen passieren. Ich gehe fest davon aus, dass dieses Gesetz vom Bundesverfassungsgericht gekippt wird.
Es wird auf jeden Fall eine Verfassungsbeschwerde geben. Ob wir jetzt eine gemeinsam machen oder jeder einzeln, müssen wir halt mal schauen. Vor dem Rechtsausschuss im Bundestag war die einhellige Aussage von allen, dass die derzeitige Situation verfassungswidrig ist, dass es so nicht sein kann, dass die Exekutive, also die Bundesregierung, ein vom Parlament beschlossenes Gesetz einfach mal aussetzt. Also von daher habe ich da sehr große Hoffnung, dass das klappt. Ja. Soweit von mir mal der Überblick. Ich glaube, die Zeit ist auch so, dass wir so langsam mal an die Fragen gehen sollten. 15 Minuten habe ich noch, aber ich habe jetzt auch ein bisschen Fragen eingeplant. Also wir können durchaus die Fragerunde starten, bevor ich überziehe. Und dann kann ich natürlich auch zu den einzelnen Punkten, wo Fragen kommen, gerne noch was erzählen. Ja, also wer Fragen hat, bitte geht nach rechts und links an die Mikrofone. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Fragen aus dem Internet an. Ja, David aus Berlin lässt eine Mitteilung mitgeben bezüglich deines Wettbewerbs, den du ausgerufen hast. Eine Bitte: Die Omniuse Netzgemeinschaft verwendet schon die Qualitätsmedien zu Genüge. Er würde Netznutzer vorschlagen, denn im Netz repräsentieren sich längst eine ganz normale im Netz repräsentiert sich längst ein ganz normaler Gesellschaftsdurchschnitt. Jetzt habe ich nicht erkannt, wo du bist. Ja, Netznutzer gefällt mir auch sehr gut. Haben wir, glaube ich, auch gelegentlich mal verwendet oder irgendwie sowas. Oder aktive Internetnutzer. Aber es ist irgendwie noch nicht so richtig, es ist noch nicht so der Brüller. Ne? Netznutzer geht aber schon auf jeden Fall in die richtige Richtung, ja. Ich glaube, da kommt gleich die nächste Meldung vom Experten dazu. Ja, also ich hatte das ja schon, also Maha hier, ich hatte das ja schon mal gesagt, wir brauchen eigentlich oder wir sollten eben kein Wort dafür benutzen, denn dieses Wort dient natürlich dazu, auch gewisse, also uns abzuwerten. Es ist tatsächlich so, dass es Internetausdrucker gibt, die kann man daran erkennen, dass sie das Internet ausdrucken, das ist klar, ein Kriterium. Aber die andere Seite, also die Internetnutzer, die sind keine verschworene Gemeinschaft, das wird nur so hingestellt. Das kann man wirklich gut vergleichen mit dem Telefon und niemand sagt die Telefon-Community. Ne? Also das ist einfach normal, das Internet zu nutzen. Ja, du hast vollkommen recht und jetzt erinnere ich mich auch wieder, warum mir kein Begriff im Kopf geblieben ist, den du vorgeschlagen hast, weil du genau das vorgeschlagen hattest. Wahrscheinlich müssen wir uns dann irgendwie auf Netznutzer dann gelegentlich doch einigen. Wenn man einen Begriff braucht, dann ist das vielleicht ein guter Kompromiss. Ich hätte noch einen kurzen Kommentar aus dem großen Nachbarland im Westen. Während wir hier in Deutschland über Netzsperren diskutieren und es aussetzen und so weiter, wird in Frankreich von der Nationalversammlung mal kurz abends um 11 oder so, vor 20 Abgeordneten, ein Artikel in so einem großen Maßnahmenpaket zur inneren Sicherheit beschlossen, der vorsieht, dass das Innenministerium Sperrlisten aufstellt, geheime Sperrlisten, und die an die Provider weitergibt und so weiter und so fort. Ohne, also ich meine, in Deutschland ist ja das BKA ist ja wenigstens noch eine Justizbehörde. In Frankreich umgeht man die Justiz völlig. Das BKA ist keine Justizbehörde, das BKA ist, gehört zur Exekutive, also ist dem Innenministerium untergeordnet. Ja. Aber du hast recht, es ist in mehreren Ländern so um uns herum, dass solche Sperrsysteme etabliert werden. Wir haben es in skandinavischen Ländern schon seit einigen Zeit. In Frankreich kam es jetzt auf, in Niederlanden ist es in Diskussion, in Belgien ist es schon aktiv, in Italien ist es aktiv und so weiter. Also es ist schon so, dass sehr viele Länder außenrum solche Sperrsysteme haben, weswegen auch die Diskussion in der EU sehr schwierig ist, weil eben sehr viele diese Sperren haben wollen. Und überall sind die Probleme, dass es geheime Sachen sind, die alle ohne großartige Kontrolle stattfinden und sehr problematisch sind. Da muss man immerhin eins sagen, das Zugangserschwerungsgesetz in Deutschland war da relativ streng, weil die Sachen geprüft und dokumentiert werden mussten und es eine Art Kommission geben sollte, die das überprüft. Wir wissen natürlich alle, dass es in der Praxis nicht wirklich eine große Hürde ist, aber immerhin sind die Hürden deutlich höher als zum Beispiel in Dänemark und in anderen Ländern, wo es häufig auch freiwillig ist. Also es ist ja so, dass häufig die Sachen nicht als Gesetz festgeschrieben wurden, sondern die Regierung macht mit den Providern irgendwelche Verträge, die dann freiwillig in Anführungsstrichen diese Sperren etablieren, so wie es auch in Deutschland ja geplant war am Anfang. Ja,
Dann hätten wir noch eine weitere Frage aus Raute 27C3 Saal 1 auf Freenode von Ansi. Die Frage wäre, hast du eigentlich schon mal mit den Leuten, von denen du die Sperrlisten bekommen hast, eigentlich auch schon mal über deine Erfolge, also dem Löschen innerhalb der 30 Minuten geredet und ihnen davon erzählt? Nun, die Quellen der Sperrlisten sind ja nicht so einfach, weil es darf ja niemand die Sperrlisten rausgeben. Das geht dann auch nicht über direkte Wege. Aber natürlich wissen die sehr viele Leute Bescheid, wie das da aussieht. Ich hatte auch einen Termin beim BKA. Ich hatte die Gelegenheit mit Teilen von der SPD-Bundestagsfraktion, weil ich für die ja in der Enquete-Kommission sitze, dem BKA einen Besuch erstatten, und da war auch der Herr Zierke da, da waren die ganzen Abteilungsleiter da, und da haben wir über dieses Thema diskutiert, und das BKA sagt halt, naja, das Löschen klappt halt nicht, wir haben 40% nach einer Woche noch online, und hat dann natürlich verschiedene Erklärungen dafür, wieso das denn woanders klappt und bei Ihnen nicht klappt. Also da wäre sicherlich es nochmal sinnvoll, ein bisschen mehr Kommunikation zu fahren, aber das sind natürlich auch unterschiedliche Interessen. Ja, also das BKA hat eben einfach die politische Linie, dass sie solche Sperren wollen, und dann lässt man sich auch entsprechende Begründungen dafür einfallen. Drei Einschätzungen von dir würde mich interessieren, wobei zunächst, Alba, ich glaube, man kann dir und dem AK-Zensur gar nicht genug danken. Balz ist genannt worden, aber für den Einsatz, den ich hier geleistet habe, das war wirklich toll. Das muss man jetzt an der Stelle einfach mal sagen. Wir loben uns ja selbst viel zu selten. Einschätzung in die Richtung, bisschen Wasser in den Wein. Wir waren eigentlich nicht erfolgreich. Wir hatten es geschafft, im Gegensatz zu 2002 beim ersten Jugendmedienschutzstaatsvertrag das Thema in die Öffentlichkeit zu kriegen. Aber wäre es nicht so gewesen, dass in NRW die CDU Kraft hätte ärgern wollen und Rot-Grün, hätten natürlich auch dort die Schwarzen zugestimmt und der Jugendmedienschutzstaatsvertrag wäre durchgegangen, wie in allen Ländern, egal in welcher Konstellation sie regiert werden. Das heißt also, wir sind jetzt stark genug, es in die Öffentlichkeit zu bringen, aber noch nicht stark genug, es zu verhindern. Würde mich deine Einschätzung interessieren, was wir hier noch ein bisschen machen müssen. Weiter so ist richtig. Und zweiter Punkt, da fiel mir Kurt Beck ein. Es war nicht Bertelsmann, die das erfunden haben. 1995 hat Kurt Beck es erfunden, die Sendezeiten im Internet. Man hat ihm schon damals gesagt, irgendwo auf der Welt ist immer 23 Uhr, aber das dauert lange, bis man es in der Pfalz begriffen hat. Es ist... Nächstes Jahr der Landtagswahl. Vielleicht würden wir es mal wirklich hinbringen, egal wie wir die Netzgemeinde nun bezeichnen oder nicht, da einen Wahlkampf machen, Wahl zu machen, neue Medien gegen einen Ministerpräsidenten. Ich glaube, das wäre die beste Lehre, die begreifen würden. Zweiter Punkt, ich glaube, es gibt auch ein Interesse daran, nicht nur bei der Musikindustrie, sondern beim BKA und bei der Presse, dass Kinderpornografie im Netz enthalten ist. Die Presse hat ein Interesse dran, weil sie nämlich ebenfalls dieselben Urheberrechtsinteressen verfolgen. Das BKA hat ein Interesse dran, weil es mit Kinderpornografie zu Stellen kommen kann, schöne Presse bekommt. Deswegen machen sie nichts dagegen. Phishing-Seiten bekommen sie sofort raus, Kinderpornografie nicht. Ich glaube hier nicht mehr an Zufälle. Ich glaube hier nicht an Zufall. Ich glaube, das ist Strategie, dass man dieses Thema, wie es die Musikindustrie auch macht, wie eine Fahne vor sich herträgt, wie eine Monstranz, um zu sagen, damit setzen wir politisch Interessen durch, im Hinblick auf den Überwachungsstaat, weil es das Bequemste ist. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Ich finde die Enquete-Kommission, nur als Frage jetzt einfach nach deiner Einschätzung, ich finde die Enquete-Kommission richtig, ich halte es für problematisch, und ich will aber mal wissen, was du davon hältst, dass wir auch als Club mit Herrn de Maizière und anderen an einem Tisch sitzen. Bei der SPD haben wir damals die Gespräche abgebrochen, berechtigt, weil man gesagt hat, das ist überhaupt kein Wert, weil sie sich nicht ändern. De Maizière von morgens bis abends verkündet Vorratsdatenspeicherung und Ähnliches, und er bezieht sich darauf, mit der Netzgemeinde in Anführungszeichen in einem wunderbaren Dialog zu sein. Von diesem Kongress sollte meines Erachtens Signal ausgehen, mit De Maizière nicht mehr an einen Tisch. Mich würde deine Einschätzung interessieren. Also zum letzten Punkt fange ich mal damit kurz an. Die Enquete-Kommission hat mit De Maizière nichts am Hut. Nein, das ist klar. Das ist das eine ist der Bundestag, das andere ist die Bundesregierung. Von daher, ich
kenne de Maizière auch nicht. Ich hatte weder direkt noch indirekt mit ihm Kontakt, kann also dazu sehr wenig sagen. Ich denke, es wäre schon wichtig, dass man miteinander weiter redet. Natürlich sind verschiedene Interessen da. Man kann ja auch mal verschiedene Meinungen haben. Ich meine, hallo, wir haben ja auch hier nicht zu jedem Thema eine Meinung. Und dann muss man halt schauen, wie man sich irgendwie einigen kann. Ja gut, klar, Vorratsdatenspeicherung vertritt er. Er ist jetzt da ein bisschen zurückgerudert, dass er sagt, wir wollen kürzere Fristen und wir wollen bei allem, was nicht IP-Adressen ist, höhere Hürden und so weiter. Das finde ich ist ja schon mal die richtige Richtung. Ich gehöre nicht zu der Fraktion, die sagt, IP-Adressen sind böse, müssen wir am besten irgendwas mit IP-Adressen zu machen verbieten. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Ich denke, da müsste man noch mal länger drüber diskutieren. Ich denke, reden ist wichtig, de Maizière kann ich jetzt nicht wirklich einschätzen. Bei der Enquete-Kommission müssen wir schauen, dass das Ganze zu einem guten Ergebnis kommt. Und wir beobachten jetzt gerade, dass die Leute aus dem Netz, die Netznutzer oder die Netznutzervertreter in der Enquete-Kommission auch einfach von ihrer Arbeitskapazität sehr an ihrer Grenze sind. Da müssen wir uns neue Sachen einfallen lassen, wie wir euch irgendwie versuchen zu beteiligen. Das wird irgendwie schwierig, weil es gibt dafür ja keine Gegenleistung, noch nicht mal Lob. So richtig, weil das ja dann irgendwie von uns kommt. Aber vielleicht kriegen wir irgendwas hin, dass wir da Crowdsourcing-artig was schaffen, weil sonst werden wir einfach bei der Textproduktion von den Industrielobbyisten genauso wie von der Union überrollt und können da einfach nicht mithalten. Zu Nordrhein-Westfalen. Ja, natürlich, klar. Also das hatte natürlich, es war natürlich sicher auch mit die Show-Geschichte dabei. Es gibt aber da auch Leute, die den Jugendmedienschutzstaatsvertrag nicht so toll finden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Da spielt sicherlich einiges mit rein, aber so ist es doch immer. Also wenn irgendwie ein Gesetz scheitert, dann scheitert es nicht nur an einem Punkt, sondern an mehreren Punkten. Und ohne die inhaltliche Diskussion und ohne, dass wir alle da uns dagegen gewehrt hätten, ohne dass es durch die Medien ging nochmal die letzten Wochen, wäre das sicherlich nicht passiert und die hätten es auch mit akzeptiert. Ja. Und die andere Frage war BKA. Naja gut, ich meine, wie viel Absicht dabei ist und wie viel sie wirklich nicht hinkriegen, ist die Frage. Ich denke, man kann die Einschätzung durchaus vertreten. Es ist wahrscheinlich irgendwie eine Mischung zwischen allem. Ja. Also, aber meistens ist es ja nie so einfach und das Böse kommt auch nicht irgendwie in Reinstform daher. Von daher muss man da sicherlich im Einzelfall immer nachschauen. Okay. Also eine der schönsten politischen Realsatiren der letzten Jahre ist ja die derzeitige US-Außenministerium-Position zum Thema Zensur. Hilfe, Google muss sich selbst zensieren in China, kurz später, all unsere Presse muss zensiert werden. Ja, okay, ich fresse das Mikro schon. Insbesondere die Unterstützung für Zensurumgehung in China während der Olympischen Spiele. Und jetzt ist auf einmal die entsprechende Technologie nur noch für Vergewaltiger und Mörder und Terroristen und noch schlimmer Raubkopierer von Interesse. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, wir machen mit der nächsten Frage weiter. Ja, hallo. Und zwar ist das Problem, dass ich mit in der Diskussion mit Passanten und Kollegen schon an den Punkt gekommen bin, wo Löschen statt Sperren leider nicht funktioniert. Und zwar ist es dann, wenn die Gesetze zweier Länder kollidieren. Und da würde ich dich gerne fragen, also was die Einschätzung von Kinderpornografie geht, wenn da die Gesetze kollidieren. Da würde ich dich gerne fragen, welche Ansätze du da siehst, wie man das angehen kann. Also wir haben in Deutschland meines Erachtens aus gutem Grund eine Unterscheidung zwischen Kinder- und Jugendpornografie. Kinderpornografie ist alles unter 14, also bis einschließlich 13 und Jugend ist 14 bis 17. Da kann man relativ gut unterscheiden, also man kann durchaus unterscheiden, ob eine abgebildete Person unter 14 ist. Man hat aber Probleme zu unterscheiden, ob sie jetzt vielleicht 17, 16 oder 25 ist. Auf diese Problematik willst du wahrscheinlich hinaus. Das muss man im Einzelfall entscheiden, oder was meintest du? Also ich meinte zum Beispiel, bei uns ist das unter 14 und
ich kenne die Gesetzeslage in anderen Ländern leider nicht genau, aber ich bin der Meinung, in Japan ist es unter 12, jetzt lass es einen 13-Jährigen sein. Das ist halt dann bei uns illegal, aber in einem anderen Land nicht. Nein, also wir haben einen weltweiten Konsens, dass dieses Zeug ja nicht nur verboten, sondern geächtet ist, auch in Japan seit einiger Zeit. Und in den meisten Ländern ist es ab unter 18. Deutschland hat da diese Abstufung, die nicht alle Länder haben. Und nach meinem Kenntnisstand gibt es kein Land weltweit, in dem es nicht möglich ist, Inhalte, die sexuellen Missbrauch von unter 14-Jährigen zeigen, diese Inhalte auch entfernen zu lassen, weil das nach meinem Kenntnisstand weltweit illegal ist. Es gibt einige Länder, die haben keine explizite Gesetzgebung dazu, aber in denen ist in der Regel Pornografie komplett verboten. Es gibt aber auch Länder, ja, die im Bürgerkrieg sind, ja, und die überhaupt kein funktionierendes Staatswesen haben, aber die haben auch kein funktionierendes Internet. Ich meine, das war ja die Begründung am Anfang, warum wir diese Sperren brauchen. Ja, wir können gegen die Inhalte nicht vorgehen, weil die liegen in irgendwelchen Failed States. Es gibt diesen Failed States Index mit 38 Staaten weltweit, die keine funktionierende Regierung, keinen funktionierenden Staat haben. Ja, in solchen Ländern könnte man nicht dagegen vorgehen. Das ist auch einfach Bullshit, weil in diesen Ländern liegt das Zeug nicht. Diese Länder haben andere Sorgen, als sich irgendeine Internetleitung legen zu lassen und erst recht so ein Zeug darüber zu verbreiten. Ja? Also, und selbst dann könnte man die Provider, die das wieder anbieten, mit denen auf die entsprechend Druck auszuüben. Also ich meine, wir sehen ja bei WikiLeaks, da klappt ja auch mit einmal ziemlich viel, wenn man mal ein bisschen Druck ausübt. Also diese Behauptung, wir kriegen irgendwas nicht weg, halte ich für eine Schutzbehauptung, beziehungsweise im Einzelfall, wenn jemand nicht weiß, wie ich es machen soll. Oder weil er aus Gründen, dass er keine entsprechende Ermächtigung hat, weil er den Dienstweg gehen muss etc. eben nicht sofort was machen kann. Aber das sind Sachen, die kann man international vereinbaren und entsprechend dagegen vorgehen. Das Zeug ist weltweit geächtet, es ist nicht nur illegal, es ist geächtet. Also da sehe ich nicht das Problem. Ja, okay, danke. Ich hätte noch eine Detailfrage. Ja. Habe ich richtig verstanden, wir brauchen mehr Nerd-Lobbyisten oder Netz-Lobbyisten? Das war nur erstmal eine Verständnisfrage vorab. Also die Unterscheidung zwischen Netz und Nerd? Nee, ich hatte im Vortrag insgesamt gehört, mehr, ja. Und das Wort nicht klar. Sollten das Netz- oder Nerd-Lobbyisten sein? Das kann man halten, wie man will. Ich denke, man braucht beides. Natürlich sollte jetzt nicht der pickelige Nerd aus dem Keller, der vielleicht jetzt nur noch in Codezeilen spricht, es versuchen, weil das versteht der Politiker nicht. Ja? Also lieber Netz-Lobbyisten. Da sollten wir natürlich, wenn man das so definieren, den Nerd schon Netz-Lobbyisten sagen. Natürlich, also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Wenn man sagt, Leute, geht zu eurem Politiker und macht ihm die Probleme an dem und dem Gesetz klar, dann haben wir natürlich das Problem, wenn dann Leute hingehen, die das Problem selbst gar nicht so gut verstanden haben vielleicht oder sich nicht ausdrücken können, dass das dann gelegentlich kontraproduktiv ist. Ja, damit muss man halt dann auch irgendwann mal leben und die Leute lernen dann ja auch hinzu. Also ich musste auch hinzulernen, ja. Ich lerne jeden Tag hinzu. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass etwas passiert und dass wir nicht stumm bleiben sozusagen, weil wir sagen, es bringt ja eh nichts. Ich hab's schon. Okay, aber auf jeden Fall unabhängig davon, ob wir jetzt Netz- oder Nerd-Lobbyisten, aber mehr Lobbyismus. Genau, wir brauchen einfach mehr Leute, die sich in die Politik einmischen. Ja. Jetzt zeichnen sich ja Lobbys dadurch aus, dass sie meistens sehr viel Geld und sehr massive Interessen dahinter haben. Was kann denn, ich will jetzt nicht Netzgemeinde sagen, aber was können die Nutzer, die daran interessiert sind, tun? Ja, schwierige Frage. Ich denke, das wäre mal einen eigenen Workshop wert. Auf die Schnelle habe ich jetzt keine Patentantwort drauf. Ich denke, wir müssen uns auf jeden Fall zusammenschließen. Ich denke, wir arbeiten im AK-Zensur im Wesentlichen ganz gut zusammen, wenn es nicht gerade mal irgendwelche Einzelaktionen gibt, die irgendwie unabgesprochen sind. Aber in der Regel klappt es ganz gut. Und solche Sachen müssen einfach weiter ausgebaut werden. Und ich meine, ich sage immer, wir bräuchten eigentlich so eine Art ADAC des Internets. Also eine schlagkräftige Organisation, die finanziell super ausgestattet ist, weil sie ganz viele Mitglieder hat und ganz viele Einnahmen dadurch von ihren Mitgliedern. Das wäre natürlich toll, ja, dass man irgendwie 5 Leute hauptamtlich gut bezahlt einstellen kann, die daran arbeiten. Aber das schaffen wir halt nicht, das kriegen wir nicht finanziert. Ja, also toll wäre es, aber finanziert kriegen wir es nicht.
Tja, leider haben wir keine Zeit mehr für weitere Fragen. Ich bedanke mich sehr für den interessanten Talk bei Alba Freude. Gebt ihm einen herzlichen Applaus. Ein Wort noch zum Schluss. Ich möchte auch allen Leuten noch danken, die uns unterstützt haben, allen Leuten aus dem AK Zensur, denn irgendwie einer alleine kann das alles nicht schaffen. Also ich denke, nur zusammen und gemeinschaftlich schaffen wir es, erfolgreich zu sein. Und in dem Sinne sollten wir weiter ins nächste Jahr schauen. Danke. Applaus